Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen zu einer neuen Folge von Atomic Heart. Wir sind immer noch auf dem Weg, diesen Viktor Petrov zu suchen. Ja, ja, genau. Ja, ja, das haben wir ja gestern schon gemacht. Komm, überspringen. Eine sprechende Leiche. So. Also, wir müssen da nach hinten. Kann ich nicht hier hoch? Guck mal, hier ist doch ein Weg. Wunderbare Sache. Was rollt denn da schon wieder? So, kriechen. Der hier, oder? Hä? So. Got it. Huh? Charles, dann ist das kein Toter, der mit mir redet, sondern das Neuropolymer in seinem Schädel, richtig? Ganz simpel ausgedrückt, ja. Während das Neuropolymer. Dann lösen wir das Rätsel mal. Speichert es vorübergehend die letzten Gedanken des Individuums. Gruselig. Ja, funktioniert doch. Wie lange sprechen Sie denn dann noch? Genau kann ich es nicht sagen. Irgendwas zwischen einer Minute und ein paar Tagen. Aber je mehr Zeit. Hoffentlich funktioniert es. Die Seilbahn ist aktiviert. Kann ich hier noch mal mitnehmen? Oder? Nee, nur reden mit. Nee? Ohne Schaltplan läuft. Ah, nee. Ach du Scheiße, eine sprechende Leiche. Keine Fahrkarte. Ja, das ist egal mit der Fahrkarte. Setz dich rein und rein geht, oder los geht die Fahrt. Gute Fahrt. Das reinste Chaos. Das wird eine ganz schöne Holperfahrt. Ja, das macht doch nichts. Die sollen nur kommen, die Maschinen. Kein Problem. Oh. Ja, aber es sieht schon nicht sympathisch aus da unten, ne? Bin ich ja. Uiuiui. Also, ich glaube, die Bahn hat schon bessere Tage hinter sich, ne? Nein, jetzt drehen wir wieder. Oh boy. Und tschüss. Ja, da war wohl nix, ne? Scheiße. Ich hab doch gewusst, das wird. Ja. Yeah. Verdammt. Du schon wieder? Perfekt. Da vorne ist eine Lücke. Sehe ich. Mach den. Da weg. Da los. Kann mich nicht bewegen jetzt. Oh, komm. Hoppala. Ah, 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 ah. Also, ich bin im Kämpfen noch nicht so gut, ha? Bin noch nie so geübt. Oh. Ja, falsche Taste, Entschuldigung. Wir müssen irgendwie weiterkommen. Aber um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung wie. Die Wand hochklettern. So. Hast du eine Bergsteigerausbildung? Ich bin in der Spezialeinheit, kein Schreibtischtäter. Ich bin in allem Möglichen ausgebildet. Ich muss zugeben, ich bin recht froh, das zu hören. Ja, und jetzt? Einfach so hochklettern, oder? Nee, natürlich nicht. Oder willst du hier hoch? Ah, vertikale Hindernisse überwinden. Drücke Leertaste und W in der Nähe eines Rohrs oder ähnlichen Objekts, um dich daran festzuhalten und darauf hinauf oder hinunter zu klettern. Okay. Dann können wir hoch genug gehen. Und dann am Ende. Dahin zu springen. Genau, dann kannst du dich hier mal festhalten. Wir gehen auf die andere Seite. Oh boy. Verdammt nochmal. Das kam überraschend. Könnte man wohl sagen. Gute Reflexe, Major. Und ab. Ohne die würde ich nicht überleben. Okay. Und jetzt?
Einfach hier weitergehen, okay. Oh, Motherfucker. Aber was ist das denn? Charles, das war ein Burav, oder? Ein Tunnelbohrroboter? Genau. Buravs fräsen sich in unglaublichem Tempo. Selbst durch die härtesten Gesteinsschichten. Die sowjetische Wissenschaft setzt für unsere naturgegebene Eroberung aller Planeten des Sonnensystems große Hoffnungen auf sie. Komm da, mach ihn. Mach da den Schlabber drauf. Ah, jetzt hat er mich getroffen, ha? Ich will halt meine Munition ein bisschen aufbewahren. Voila. Ach, fuck it. Hier. Yeah. Okay. Hey, mit dem Zeugs. Heilen. Gut. Kann ich noch mehr mitnehmen? Coole Sache. Geht's hier durch? Jawohl. Cool. Sag mal, hier ist das. Das ist ein Mensch. Ich habe mich so gut um diese wunderbaren und brillanten Maschinen gekümmert. Und jetzt? Was für eine Ironie. Wovon redest du? Die Buravs, unser bestes Produkt. Ein Jammer. Wusstest du, dass wir sie nicht ins Ausland verkaufen durften? Ja, tut mir leid, ich muss los. Tut mir leid, ich muss los. Na klar, ja, in Ordnung. Keine Zeit für Smalltalk. Wirklich keine Zeit dafür. Hier kann ich auch noch was mitnehmen. Okay. Dann geht's hier hoch. Mann, wie ich es liebe, durch pechschwarze Tunnel zu kriechen. Was für ein Ritt. Unter normalen Umständen verbindet die Seilbahn alle unterirdischen Sektoren der Anlage 3826. Nächstes Mal dürfte es einfacher werden. Danke, Kumpel. Nächstes Mal gehe ich lieber zu Fuß, und zwar an der Oberfläche. Oh Gott, fuck. Come on. Runter. Gut. Nicht aufstehen, okay? Danke. Danke dafür. Was ist denn das da oben? Wir haben noch andere Waffen. Oh fuck. Ja, das war jetzt nicht so gut, ne? Oder war das gut? Weiß nicht. Kann ich hier hochklettern? Komm. Ist doch sportlich. Dann kletter mal hier hoch. Komm. Hopp. Oder ist das nicht da? Das ist nicht dafür gedacht. Okay. Dann klettern wir halt. Kein Problem. Frage ist, wo muss ich denn am Ende hin? Okay, also weiter hoch geht's nicht. Dreh dich mal ein bisschen. Super. Kannst dich direkt wieder heilen. Nein, jetzt steck ich noch fest. Okay. Also ich bin ja von da gekommen. Geh nochmal hoch, komm. Hopp. Das Gefühl, ich musste jetzt auf die eine Plattform da drüben gehen. Geh nochmal ganz hoch. Brav. Okay, und dann... Ja, aber... Hä? Check ich wieder hier drin fest. Ist bescheuert oder so? Was ist dein scheiß Problem? What is your problem? Huh? Tell me. What's your problem? Komm schon. Ist doch nicht so schwierig, oder? Machen wir es halt so. Okay. Nur ein bisschen was plündern. Sehr gut. Yeah, und jetzt? Um.
Ja, ich weiß halt auch nicht. Kann ich einfach hier hochgehen? Nee, ne? Irgendwie könnte man sie schon hochbacken, aber... I mean... Hiermit? Nee, das ist ja nichts. Verdammte Roboter. Ja. Aber was ist der Sinn der Sache hier? Das frage ich mich halt, ne? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ne? Hä? Da muss ich wieder nach... Hallo, ich muss auf die andere Seite da. What? Aber ich bin doch von da gekommen, oder nicht? Bin ich bescheuert oder so? So muss ja fast. Ich glaube, ich bin komplett blöd. Glaube ich. Dann gehen wir da hin. Okay. Eins hoch. Nee, ich muss schon da... Ich dachte, ich bin von da gekommen. What? Okay. Bin doch safe von hier gekommen, oder nicht? Bin ich jetzt komplett bescheuert. Hallo, muss jetzt wieder irgendwie hoch. Kann ich dich da wegmachen und da so hochklettern? Nee. Das geht nicht. Guck mal, hier ist doch wieder dieses... Ist schon wieder hier. Hä? What? Bin ich im Kreis gelaufen? Okay. Ja gut. Oder sieht es hier einfach genau gleich... Genau gleich aus. Also, ja, super. Jetzt stecke ich wohl in einem Loop. Nee, ich stecke nicht in einem Loop fest. Och, komm, ey. Hey, das ist meine Station. Was für eine angenehme Fahrt. Na, das war ja mal was, ha? Und dann plötzlich dramatische Musik. Schrobflintenpatronen, sehr gut. I like it. Ich wieder speichern. Hier noch eine Belohnung mitnehmen. Speichern erlauben. Bauplan freigeschaltet für die Axt. Einen Griff. Oh. Okay, also ja, durch den Laser gehe ich natürlich nicht. Eine Laserwand. Die nehmen es aber genau mit der Sicherheit. Sowas ist nicht ohne Grund da. Da weiß man gleich, auf der anderen Seite ist was Wichtiges. Ganz richtig, Genosse Major. Das Verteilzentrum, das wir suchen, ist tatsächlich auf der anderen Seite. Durch eine Laserwand schaffe ich es auf keinen Fall in einem Stück. Weiter vorne ist ein Fabrikator. Versuch deine Ausrüstung zu verbessern, um deine Laserresistenz zu erhöhen. Nicht wieder der irre, notgeile Kühlschrank. Doch. Der irre, notgeile Kühlschrank. So, ja, die Aktivitäten wegmachen. Wunderbar. Also. Ach, halt die Klappe. Einfach einen Schutz gegen Laser. So knallhart. Ich erzitter. Für null. Spritzt dein Polymer in mich hinein. Lass mich von hier nicht herumkommandieren. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich will jetzt mal die Fresse halten. Ein Großer. Er will uns auseinanderbringen. Nimm den dummen Handschuh ab, damit wir für immer zusammenbleiben können. Aha. Willst du, dass ich dich schlage oder in Stücke zerlege? Würdest du mich wirklich wegen eines dummen Handschuhs töten, Liebling? Wie würdest du denn ohne mich in dieser grausamen, gewalttätigen Welt überleben? Ohne Probleme. Ist ja nicht so, als würdest du mir irgendwie helfen oder so. Ich kann doch nichts aus dem Boden stampfen, Liebling. Ich brauche Polymer und andere Komponenten. Stück mir dein Polymer rein und ich gebe dir, was du willst. Okay.
Noras Kuss. Für begrenzte Zeit bleibst du bei 1 TP, wenn du tödlichen Schaden erleidest. Nach dem Aufladen kann die Fähigkeit erneut eingesetzt werden. Ja, holen wir mal ab. Verstanden. Du kriegst dein Polymer und deine kostbaren Komponenten. Jetzt installiere endlich den Laserschutz. Was immer du sagst, mein Hengst. Verbesserung initiiert. Entspann dich und genieße. Aber versprich mir, dass du wieder schmutzige Dinge zu mir sagst. Oh, ich hau dir gleich eine rein. Ja, ja. Schlag mich, Meister. Ich liebe dominante Kerle. Ist ja widerlich. Oh ja. Dein Verteidigungssystem ist aktiv. Versuch, durch die Laserwand zu rennen. Nach dem, was da gerade ab... Lass mir erstmal gucken, ob ich wieder was verbessern kann. Zum Beispiel hier, für die Verbesserung, Schwede, der Griff zum Beispiel. Aber jetzt hier, ja, da fehlt mir ein kleines bisschen was. Scheiße. Kann ich hier was verbessern? Vielleicht den Lauf auf Stufe 2? Oh, nee. Da, oh, da fehlt mir ein Stück. Da fehlt mir komplett einiges. Griff. Den könnte ich verbessern. Erhöht die Feuerrate sowie die Genauigkeit. Kann ich auch hier die Klinge verbessern? Nee, da fehlt mir auch ein bisschen was. Schade. Dann mache ich mal nichts. Das tat weh. Das war jetzt Sagat. Das war, glaube ich, ein Visual Bug. Ja, gut. Geht's dir gut? Ist alles bereit? Hast du es geschafft? Keine Sorge, Schatz. Mir geht es blendend. Die Operation war völlig schmerzlos. Gut. Du musst jetzt gehen. Ein bewaffneter Mann ist hinter dir her. Er trägt einen experimentellen Polymerhandschuh. Der muss zu Sechenov gehören. Larissa, hast du mit ihm geredet? Er wurde von einem Wurf angegriffen. Wir brachten ihn auf die Krankenstation. Ich konnte ihn nicht einfach verbluten lassen. Wäre aber besser gewesen. Das hätte uns eine Menge Ärger erspart. Du machst mir Angst, wenn du so redest. Ich treffe dich beim Ausgang. Bin direkt hinter dir, Schatz. Hoffentlich sind wir nicht zu spät. Hoffnung ist gefährlich. Hände hoch! Victor? Was soll das? Bist du taub? Hände hinter den Kopf! Victor! Wer bist Victor? Du denn? Major Nichayev, Sondereinsatztruppe. Und das war deine letzte Frage. Du kommst nach Chelomei. Victor, rette dich! Chelomei. Natürlich, Genosse Major. Eindringling. Was? Eindringling! Warnung! Hey, stehen bleiben! Warnung! Verdammt. Alarmstufe Rot. Lockdown im Gang. Ach, du blödes Arschloch. Oh fuck, ich muss die Dinger bekämpfen, hä? Gut, lebt da noch? Oh, fucking hell. Oh, komm. Mach mal dein Schild. Ja, lad mal schön nach hier. Nachladen, komm, komm. Den kannst du mal schnell so. Oh, fuck me. Ey, ey! Lass mich mal hier. Lass mich mal heilen. Nochmal. Na gut. Ja, jetzt wollte ich eigentlich zum Angriff ausholen, aber okay. Ah, weißt du was? Leck mich. Er ist ziemlich gut darin, die Roboter herumzukommandieren. Fast als wären sie sein Eigentum. Und er hat die verdammte Tür abgeschlossen. Petrov ist mit einer mobilen Energiequelle namens Kerze weggelaufen. Sie liefert Strom für das Notfall-Lockdown-System. Ohne Kerze lässt sich die Tür nicht öffnen. Ich werde noch eine auftreiben. Es muss doch mehr als eine Kerze in diesem Komplex geben. Wir müssen uns beeilen. Sonst entkommt Petrov aus dem Sektor und wir müssen ihn von Neuem aufspüren. Ja, das wollen wir natürlich nicht, ne? Das wollen wir natürlich nicht. Geh mal erstmal weg von den Maschinen hier. Und hier rein? Nee.
Charles, was ist das für eine Birke, die in dem Raum da hinter Glas steht? Ja, super. Ist das der berühmte Energiegenerator PEC 4? So ist es. Die Birke PEC 4 ist ein vegetativer, polymerbasierter Energiegenerator. Ein Versuchsmodell. Der erste Schritt in unserem Programm zur Eroberung der fernen Planeten des Sonnensystems. Das ganze Sonnensystem wollen die Russen einnehmen. Ja, perfekt. Ging ja nicht mal die Ukraine hin. Sie sind in der Wand. Kannst du sie nicht hören? Da trippeln sie herum. Ich fürchte mich. Ich fürchte mich vor ihnen. Tut mir leid, aber das will ich gerade nicht hören. Ja, definitiv nicht. Okay. Haben wir's? Gut. Dann sehen wir uns morgen wieder. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag. Mach's gut. Tschüss.